Hallo Leute, ihr baut und saniert gerade und fragt euch, was sollte ich denn da vielleicht an elektrischen Funktionen vorsehen und mit einplanen? Ich zeige euch heute ein paar Ideen, indem ich mit euch einen Rundgang hier durch diesen Raum mache. Dazu schaue ich mit euch auch in der Bauphase vorbei. Das Video hier ist nämlich wirklich über mehrere Monate in verschiedenen Etappen im Baustadium entstanden. Hier in dem Raum habe ich nämlich sage und schreibe 45 Unterputzdosen verbaut. Habe ich jetzt hier wirklich vor, 45 Steckdosen einzubauen? Nein, natürlich nicht. Ich zeige euch jetzt, wofür ich die alle brauche und worauf ihr bei der Planung einer modernen Elektroinstallation achten solltet. Und dazu muss ich jetzt immer wieder mit euch hin und her springen zwischen jetzt hier dem fertigen Raum und hier dem Rohbau, um euch ein paar Sachen zu zeigen, die ihr hier in dieser Bauphase schon beachten müsst. Also begleitet mich gerne auf meinen Baustellen-Zeitsprüngen. Los geht's! Den ganzen Raum hier habe ich komplett energetisch saniert und in dem Zuge natürlich auch die Elektroinstallation neu gemacht. In dem Zuge kommen wir natürlich automatisch zu der Frage, was sollte ich hier alles für elektrische Installationen vorsehen, wo brauche ich welche Anschlüsse und Kabel hinterher und was macht man denn da so heute, was ist da Stand der Technik? Und unabhängig von der Frage, was macht man denn heute so, kommt ja noch eine andere Überlegung dazu, was mache ich denn mit diesem Raum und weiß ich das jetzt schon langfristig? Jetzt hier für den ersten Moment ist jetzt hier erstmal ein Gästeschlafzimmer mit einem Büro geplant, aber das kann ja alles Mögliche werden. Das könnte das Elternschlafzimmer werden, das könnte das Jugendzimmer mal werden. Hier ist vieles möglich und da möchte ich natürlich die Elektroinstallation jetzt schon dran anpassen. Ich habe mir zusammen mit meinem Elektriker was überlegt, wie wir die Elektroinstallation hier super flexibel gestalten können, um wirklich für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Da müsst ihr aber viel früher mit anfangen, nämlich jetzt, wenn der Raum eben noch komplett im Rohbau ist. Und das Wichtigste in diesem Schritt ist jetzt erstmal, möglichst viele Unterputzdosen überall vorzusehen. Es gibt da sogar offizielle Vorgaben oder beziehungsweise Empfehlungen dafür, bei welchem gewünschten Ausstattungsniveau, also 1 Stern, 2 Sterne, 3 Sterne des Raumes, ihr wie viele Steckdosen und Schalter von welcher Sorte vorsehen solltet. Das sind die DIN 18015-2 und die RAL RG 678, die das halt eben regeln. Diese DIN 18015-2 ist dabei sowas wie der Mindeststandard, kann man sagen. Ich verlinke euch das Dokument mal unten in der Videobeschreibung. Hier für ein Arbeitszimmer würde das jetzt einen Lampenanschluss an der Decke, 4 Steckdosen für Strom und 4 Kommunikationsgeräte vorsehen. Das ist, je nachdem, was man in dem Büro so vorhat, schon relativ dürftig und man kann sagen, das ist sowas wie die Ein-Sterne-Ausstattung. Die RAL RG 678 definiert dann noch 2 weitere Schritte und das würde jetzt hier fürs Büro zum Beispiel 4 Beleuchtungsanschlüsse, 12 Steckdosen und 8 IUK-Anschlüsse vorsehen. Das sind dann sozusagen die 2 Sterne und 3 Sterne Ausstattungsvarianten. Dabei geht es jetzt aber erstmal nur um konventionelle Elektrik. Es gibt aber noch diese Ausstattungsvarianten 1 bis 3 Sterne in der Variante Plus. Da geht es um Gebäudesystemtechnik, also wie wir sagen Smart Home. Auch dazu verlinke ich unten in der Videobeschreibung mal ein paar Dokumente. Wichtig ist hier, dass man wirklich gut erkennen kann, dass sich die Norm halt einfach ständig weiterentwickeln und immer mit dem Stand der Technik mithalten. DIN 18015-1 ist ein gutes Beispiel. Da geht es halt jetzt zum Beispiel auch um Themen wie Überspannungsschutzeinrichtung oder sowas wie hier Multimedia-Verteiler. Das sind einfach Geschichten, die waren bis vor ein paar Jahren undenkbar. Als Beispiel wäre es jetzt, weiß ich nicht, vor 10 Jahren undenkbar gewesen, dass es in einer Unterverteilung irgendwie ein Reineinbaugerät geht, das zum Beispiel einen Funkenflug in einem Stromkreis erkennt und den dann abschaltet. Oder auch Stichwort FI-Schalter. Ja? Mein Vater hat damals 1980 in meinem Elternhaus total visionär so ein Ding eingebaut und das war total heißer Scheiß. Heute ist das absolut Standard. Heute geht man sogar so weit, dass man halt wirklich regelt, wie viele Stromkreise dürfen an einem FI-Schalter hängen. Einfach unter der Maßgabe, dass nicht das gesamte Haus dunkel ist, wenn der FI-Schalter rausfliegt. Oder nochmal auf dieses Thema Überspannungsschutz zu kommen. Beim Thema Smart Home zum Beispiel macht das auch absolut Sinn, denn da geht es ja nicht mehr darum, das ist jetzt das primäre Ziel, natürlich Menschenleben zu schützen durch einen Stromschlag, aber ich habe für tausende Euro Technik eingebaut und auch die wird ja geschützt, wenn ich entsprechende Hardware davor sehe. So, aber das ist jetzt auch nur eine Empfehlung. Das heißt, für euch zu Hause könnt ihr natürlich das in den Räumen vorsehen, was ihr möchtet. Wenn ihr aber vorhabt, das Objekt zu vermieten, dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Dann macht es natürlich schon Sinn, sich ein bisschen an
an die offiziellen Rahmenbedingungen zu halten. Und wenn ihr die Immobilie später verkaufen wollt, dann ist es natürlich auch erst recht sinnvoll, da zu sagen, wir haben hier einen gewissen elektrischen Standard eingerichtet und an den halten wir uns auch. Ja, wie schon gesagt, ich habe sage und schreibe 45 Unterputzdosen hier in dem gesamten Raum vorgesehen. Ihr seht sie hier überall teilweise schon mit Putzdeckeln. Die Frage ist, was mache ich denn damit jetzt? Ja, zum einen natürlich wirklich für Steckdosen. Ich habe das so gemacht, dass ich immer in den Ecken möglichst welche montiert habe. Da halt dann auch, also in allen Ecken und dann auch oft mittig auf der Wand. Vom Abstand her habe ich das dann so gemacht, hier sieht man es ganz gut, dass da immer ein Doppelbett zwischenpasst. Also wenn das hier ein Schlafzimmer wird, wäre das hier eine Stelle, wo man das Bett hinstellen könnte, dass halt an jeder Bettseite dann eine Steckdose ist. Die haben dann halt hier die üblichen 30 cm Oberkante Fertigfußboden als Einbauhöhe. Aber eben auch hier mittig an den langen Wänden auf 1,5 m Oberkante Fertigfußboden habe ich Zweier-, oft sogar Dreier-Kombination eingebaut. Seht ihr hier und hier halt auch. Normalerweise ist das ja die Montagehöhe, wo man Schalter einbaut neben der Tür. Die habe ich auch, das sind die hier. Aber auch die Einbauplätze hier können super praktisch sein. Wenn hier wirklich mal ein Bett steht, ist es praktisch, um da halt einfach das Licht für den Raum an- und auszuschalten oder vielleicht auch einen Rollladen zu bedienen. Hier könnte aber auch ein Sofa stehen, dann geht die Rückenlehne irgendwie so bis hier. Dann kann man hier zum Beispiel auch das Licht schalten oder zum Beispiel eine Steckdose einbauen für eine USB-Ladung vom Handy zum Beispiel. Wenn das jetzt hier eine Stelle in der Nähe vom Schreibtisch ist, brauche ich auch super viele Steckdosen. Ich brauche einen Lichtschalter, das ist nicht unpraktisch. Ich brauche mindestens eine, besser zwei Steckdosen. Dann kann ich eine als Dauerstrom machen, die andere als geschaltete Steckdose für den Rechner zum Beispiel. Und ich kann auch eine Datensteckdose nutzen, um dann halt den Rechner direkt ans Netzwerk anzuschließen. Aber auch wenn das eine freie Wand ist, ist das nicht verkehrt. Hier könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, eine Wandhalterung von einem Fernseher hinzupacken. Hatte ich hier an der Stelle sogar auch. Und dann braucht man auch Strom und einen Datenanschluss. Also auch in so einem Fall ist es praktisch hier. Was ich euch noch als Tipp mitgeben kann, das ist komplett auf winddichte Dosen zu setzen. Habe ich jetzt hier auch gemacht, man sieht es hier vielleicht, da sind noch diese grauen Membranen drin. Das habe ich in einem separaten Video auch mal komplett beleuchtet. Ist eine Empfehlung für mich und deshalb verlinke ich euch das Video auch mal gerade eben. So, jetzt mag der ein oder andere denken, ja toll, und was mache ich jetzt, wenn ich da einfach nur eine Wand haben will? Ganz einfach, ihr putzt das Loch wieder zu. Also Unterputzdose vorsehen, Leitungen direkt fertig reinlegen, einen Deckel drauf machen und das Ganze mit zuputzen bzw. übertapezieren oder eben Rollputz, was auch immer ihr habt. Hier an der Wand ist es zum Beispiel genau der Fall. Auf dieser Höhe 1,5 m sind hier drei Steckdosen hinter bzw. drei Unterputzdosen hinter. Ich klopfe mal gerade hier lang. Man hört es. Hier ist es. Hier ist es irgendwo hohl hinter, da ist, ich glaube, Netzwerk und Strom. Da gibt es natürlich ausführliche Leitungspläne für. Und wenn ich mal irgendwann in die Verlegenheit komme, dass ich hier was brauche, mache ich das halt eben wieder auf. Wenn es jetzt um die konkrete Position von den Unterputzdosen geht, spielt vielleicht schon mal den ein oder anderen Gedanken durch, was mit dem Raum noch passieren könnte. Und ich denke jetzt hier zum Beispiel an sowas wie zusätzliche Wände, die man vielleicht einzieht. Wenn ihr zum Beispiel eine Trockenbauwand vielleicht noch vorsehen könntet, irgendwann mal einplanen möchtet, dann bietet es sich an, das direkt zu berücksichtigen. Der Raum hier ist jetzt so L-förmig und da würde es sich jetzt zum Beispiel anbieten, hier diese Wand zu verlängern als Trockenbauwand. Das wird hier genau zwischen die Fenster treffen, das ist die Linie hier. Und deshalb habe ich die Dosenposition direkt so gewählt, dass die sich eben nicht treffen, dass die nicht kollidieren. Also das heißt, die Dosen liegen hier vor der Wand und die Reihe hier habe ich senkrecht vorgesehen. Die wird also auch nicht da reinkommen. Das ist jetzt eine Viererreihe hier. Wenn die waagerecht wäre, dann könnte die vielleicht schon kollidieren. Das habe ich jetzt direkt mit berücksichtigt. Und deshalb spielt einfach schon mal so ein bisschen durch, was habe ich vielleicht mit diesem Raum nochmal vor und wie sollte darauf die Position eben angepasst werden. TAE-Telefonsteckdosen habe ich mir komplett gespart und auch bei den Satzsteckdosen war ich eher sparsam. Da habe ich eine einzige vorgesehen, die sitzt jetzt hier unten. Da war sie vorher auch schon, das heißt, die Leitung lag schon, habe ich einfach wieder dahin gepackt, fertig.
Wer mehr möchte, kann sich natürlich da auch viel mehr Ersatzsteckdosen vorsehen, keine Frage. Was ich mir jetzt hier gedacht habe, wenn ich doch mal irgendwann in diesem Raum in die Verlegenheit kommen sollte, einen SAT-Anschluss zu brauchen und der gerade jetzt an der Stelle nicht passt, kann ich ja immer noch hergehen und kann die Leitung von hier weiterziehen. Da kommen Fußleisten dran und ich habe ja auch die Möglichkeit, eine einzelne Leitung hinter eine Fußleiste zu legen. Ist für den einen oder anderen vielleicht jetzt ein bisschen gekrückt an der Stelle, aber es geht. Ich habe das auch mal separat in dem Video gezeigt, das verlinke ich euch oben gerade mal auf dem i, wenn ihr euch interessiert, wie man das am besten machen kann. So, und was ich noch vorgesehen habe, das sind hier auf 1,50 Meter zwei Unterputzdosen für Steuergeräte für ein Smart Home. Das habe ich jetzt hier einmal direkt neben der Tür gemacht und hier an der anderen Mauerkante. Das ist also auf der richtigen Höhe. Wenn da irgendwie ein Touchscreen drin ist oder sowas, dann kann man den jetzt hier bedienen und auch irgendwie kleinere Zahlen oder sowas noch ablesen. Das ist also diese 1,50 Meter Position. Hier für mein Smart Home mit Free at Home gibt es da verschiedene Möglichkeiten. Das könnte zum Beispiel das hier sein, das nennt sich Tenten. Das ist also wirklich oben mit einem Display, aber ansonsten hier klassischen Druckknöpfen, die man entsprechend konfigurieren kann. Oder wer es da halt lieber komplett digital mag, kann hier zum Beispiel auf das Room Touch 4 Zoll gehen. Das ist halt wirklich ein Display, wo man halt entsprechende Funktionen schalten kann. Auch unabhängig vom Smart Home gibt es da natürlich entsprechende Möglichkeiten. Mir fallen Bediengeräte für eine Fußbodenheizung ein, also irgendwie Raumtemperaturmessgeräte. Achtet da auch immer auf die Montageposition. Hier ist es zum Beispiel, oder bei den beiden ist es zum Beispiel auch so, dass da Raumtemperaturregler mit drin sind, die ich dann halt eben smart steuern kann. Aber da sollte man aufpassen, wenn man die direkt neben der Tür montiert, weil durch den Luftzug kann das dann natürlich beeinflusst werden. Deshalb habe ich einfach gerade mehrere Positionen vorgesehen. Hier halt neben der Tür beim Reinkommen, aber auch hier auf einem freien Wandstück, wo man das dann entsprechend vorsehen kann, was dann da eben nicht beeinflusst wird. Was an der Stelle hier auch noch ziemlich Spaß macht, ist sowas hier. Das ist ein Ladeport oder ein Ladedock für ein Smartphone. Da ist direkt der entsprechende Stecker dran. Hier ist es jetzt ein Lightning-Anschluss für ein iPhone. Kann also da eingebaut und angeschlossen werden und dann könnt ihr das Telefon da direkt draufstecken und ihr habt es halt immer an Ort und Stelle. Ist eigentlich auch eine ziemlich coole Geschichte. Schauen wir uns noch mal ein paar Anwendungsfälle an. Was ich bei meinen ganzen Sanierungen inzwischen gemacht habe, sind Steckdosen direkt neben den Fensterbänken. Noch cooler wären eigentlich Leibungssteckdosen, also welche, die halt hier auf der Innenseite sitzen. Das hat jetzt hier von der Wandstärke her nicht so richtig gut gepasst. Deshalb habe ich sie jetzt hier eben daneben gesetzt, auf eine Höhe, die halt hier direkt mit der Fensterbank übereinstimmt. Ist also jetzt nicht die übliche Montagehöhe, sondern halt hier angepasst an die Fensterbank. Da könnt ihr eine Steckdose einbauen und dann da ja das ganze übliche Zeug anschließen, was irgendwie auf der Fensterbank hinter steht. Ja? Ich denke an irgendwelche Lampen, ich denke aber auch an Weihnachtsbeleuchtung. Oder was ich jetzt hier habe, ist das Nachtlicht von unserem Sohn, sein Lieblingsteil. Und das steht ja dann auch irgendwie auf der Fensterbank. Jetzt sieht man hier, das hat einen USB-Anschluss, haben ja super viele Sachen eigentlich inzwischen statt so einem dicken Netzteil daran. Und dann kann man hergehen und kann direkt eine USB-Steckdose einbauen. Die habe ich jetzt einmal hier. Das ist also einmal zum Beispiel eine ganz normale Steckdose, aber die hat halt oben entsprechend zwei USB-Anschlüsse. Das heißt, wenn die jetzt hier drin sitzt, nehme ich das Teil, stecke es hier ein und versorge das dann halt. Die Zuleitung hier kann ich natürlich auch mit an Smart Home koppeln. Das heißt, ich könnte dann so ein Licht hier oder wie gesagt eine Weihnachtsbeleuchtung eben halt zum Beispiel auch smart steuern. Auch neben dem Heizkörper gibt es ein paar Sachen, die ihr da ganz gut beachten könnt. Zum einen ist das hier oben und zwar in der Nähe von dem Ventil. Da will ich vorbereitet sein, wenn ich da mal auf thermoelektrische Stellantriebe gehe. Das heißt, wenn ich das Ganze hier per Smart Home steuern will. Ich habe hier extra eine Leitung dafür hingelegt, also ein 3x1,5, was halt von hier einmal rüber bis in die Unterverteilung geht. Und da brauche ich dann hier einen Leitungsauslass. Das ist so ein Ding hier, so ein Tragring, wo einfach nur die Leitung angeklemmt wird. Das kommt dann also irgendwie so hier ran. Hier unten habe ich auch noch eine Steckdose vorgesehen, einen Einbauplatz dafür. Der ist jetzt deutlich tiefer als diese üblichen 30 cm und da kommt eine normale Steckdose rein. Es gibt ja die Möglichkeit, den Heizkörper mit einem Lüfter nachzurüsten. Die werden dann unten drunter geklickt und da ist es halt super praktisch, wenn man eine dezente, dafür speziell vorgesehene Steckdose schon mal hat. Ich habe auch ein Video zu diesen Lüftern schon mal gemacht. Ich habe die ausführlich getestet und das Video werde ich euch nachher am Ende mal verlinken. Ein Wort übrigens noch zu den ganzen Steckdosen bzw. den Einsätzen, die ich hier verwende. Die Serie heißt Futur Linear, die ist von Busch Jäger und ich verwende da überall diese Serie Safety Plus
zeige es euch mal von nah. Da sind so zusätzliche Klappen hinter den Löchern. Man sieht das von der Rückseite. Der schiebt sich also davor. Man kennt das als Kindersicherung. Früher gab es das bei uns, dass das halt hier von vorne mit eingebaut wurde nachträglich. Dazu habe ich gehört, dass das nicht mehr erlaubt sein soll, weil es halt die Einstecktiefe von dem Stecker reduziert. Keine Ahnung, ob das German Angst ist oder ob das relevant ist. Ach ja, und noch was, ich werde meinem Elektriker sagen, dass er diese Krallen hier dran alle ausbauen soll. Da habe ich einen Kommentar von euch bekommen in einem meiner letzten Videos, da habe ich eine Steckdose erweitert und da schrieb mir Werner Schruff, da hast du die Leerdosen so schön in Waage eingebaut und der Elektriker nimmt trotzdem diese furchtbaren Mega-Out-Krallen anstatt 15 mm Geräte- oder Dosenschrauben zu verwenden. Die Sache ist halt, dass diese Krallen eine Leitung einquetschen und ja, dann hast du einen Kurzschluss und das ist natürlich nicht schön. Deshalb die Krallen überall raus und Gerätedosen, Geräteschrauben nutzen. Was in dem Zusammenhang übrigens oft diskutiert wird, ist die Frage, ob Datensteckdosen, also Ethernet jetzt hier und Strom, zusammen unter einen gemeinsamen Abdeckrahmen dürfen. Ich hatte da unter meinen Videos auch schon die entsprechenden Fragen und ich habe das jetzt mal recherchiert. Früher war es halt tatsächlich so, dass das getrennt voneinander sein musste. Also da hätte dann jetzt hier die Dose so ein Stück seitlich versetzt sein müssen. Ich habe gehört, ob das jetzt so stimmt, weiß ich nicht, aber ich habe gehört, dass es eben daran liegt, dass der Techniker sozusagen, der hier an dieser Datendose rumhantiert, also kein richtiger Elektriker ist und deshalb nicht an 230 Volt darf, arbeiten darf oder drankommen darf sozusagen. Keine Ahnung, ist so ein Erzählchen, habe ich mir sagen lassen. Was ich aber auf jeden Fall gelesen habe, ist, dass es heute erlaubt ist, dass das eben unter einem gemeinsamen Rahmen ist, wenn die Steckdose an sich berührungsgeschützt ist. Also auch, wenn die im ausgebauten Zustand, ich zeige es euch jetzt mal hier, so berührungsgeschützt ist, dass man eben nicht an spannungsführende Teile kommt. Das ist jetzt hier eine Steckdose von Busch-Jäger, das ist aber bei allen namhaften Herstellern heute meines Wissens auch so, dass man da eben nicht drankommen kann. Da ist hier so eine transparente Lasche drüber, da kommt man also entsprechend nicht dran. Und das deutet ja von der Argumentation genau in diese Richtung, wie das, was ich halt eben von früher da gehört habe. Das heißt, wenn so eine Steckdose mit Berührungsschutz im ausgebauten Zustand verbaut ist, dann darf das halt hier in eine Reihe. So, das waren die Dosen, aber so viele Dosen brauchen natürlich auch super viele Leitungen. Wenn ihr jetzt hergeht und, ja, wie man das früher eigentlich gemacht hat, immer von den Dosen hoch eine Stichleitung verlegt, dann hier irgendwo oben in der Installationszone eine Verteilerdose vorsieht und das da verklemmt, dann habt ihr das Problem, dass ihr euch sehr, sehr viel Flexibilität nehmt, um eben später noch was zu verändern, weil man da nicht mehr gut drankommt und weil man da halt eben auch nicht mehr die Möglichkeit hat, auf alle Adern irgendwie zuzugreifen, sondern nur eben an das, was da gerade liegt, sozusagen. Um eben später dann noch Veränderungen vorzunehmen, habe ich es jetzt hier so gemacht, dass ich alle Kabel hier in einen kleinen Verteiler gelegt habe. Das ist also im Endeffekt eine zentrale Elektroinstallation für einen einzelnen Raum und da habt ihr die Möglichkeit, alles später nochmal umzuklemmen und separat neu zu verschalten. Ich habe da ein komplett eigenes Video drüber gemacht, wie das vom Konzept her aussieht und das verlinke ich euch oben gerade mal eben. Woran ihr dann auch denken solltet, ist halt entsprechend überall Busleitungen vorzusehen. Ich habe es jetzt so gemacht, dass alle Dosen, die halt auf 1,5 Meter und hier auf den 1,50 Meter liegen, dass da überall eine Busleitung mit drin ist und dass die halt auch alle sternförmig hier in den Kleinverteiler mitgeführt werden. Ja, und ihr solltet auf jeden Fall dran denken, ich habe es gerade schon angedeutet, an alle denkbaren Stellen, wo hinter entsprechende Möbel stehen könnten, auch entsprechend Ethernet-Leitungen zu legen. Das gilt für die hier auf den 30 cm, da habe ich hier dann zum Beispiel eine Netzwerkleitung mit vorgesehen. Aber auch hier die auf 1,5 Meter haben entsprechend Netzwerkdosen bekommen. Da kann man ja auch alles Mögliche anschließen. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch zum Beispiel könnte hier angeschlossen werden mit einem Rechner entsprechend. Fernseher mit Wand. Halterung. Aber auch wenn ihr irgendwie hier vielleicht ein Regal oder einen Schrank stehen habt, wo ein Drucker drin steht mit Netzwerkanschluss, dann freut er sich natürlich auch, wenn er hier entsprechend die Dose hat. Wenn ihr sowas vor euch habt, kommt ihr zwangsläufig irgendwie zu der Frage, ob ihr die Leitung direkt unter Putz in der Wand verlegt oder ob ihr Leerrohre verwendet. Wie ihr seht, habe ich es jetzt hier so gemacht, dass ich die Datenleitungen auf jeden Fall hier in Leerrohre gelegt habe, alles andere fest unter Putz installiert habe. Bei den Datenleitungen ist es ja so, da könnte sich der Stand der Technik ja auch schon mal relativ schnell ändern.
Deshalb hätte ich jetzt hier theoretisch die Möglichkeit, die Leitung eben auszutauschen. Hier ist jetzt Cat7 oder Cat8 Ethernet-Leitung verlegt, aber ja, wer weiß, was hier in 10, 15 Jahren vielleicht mal Stand der Technik ist. Ich, keine Ahnung, ich werfe jetzt mal in den Raum FTTD, also Fiber to the Desk, direkten Glasfaseranschluss bis an den Schreibtisch ran und dann seid ihr vielleicht froh, wenn ihr da die Möglichkeit habt, die Leitung auszutauschen. Strom, wie gesagt, habe ich fest verlegt, allerdings mit ein paar zusätzlichen freien Adern in der Leitung, aber das Ganze ist im Grunde eine komplett eigene Philosophiefrage, wie man das macht, ob man das macht und wie viel Arbeit man sich damit machen möchte. Habe ich in einem separaten Video mal komplett beleuchtet, das packe ich euch oben gerade mal aufs i, wenn ihr in das Thema näher einsteigen wollt. Wir hatten das Thema gerade schon besprochen, Daten- und Stromsteckdosen dürfen zusammen unter denselben Abdeckungsrahmen, aber was trotzdem Sinn macht, ist, die Leitungen ein Stück voneinander getrennt zu verlegen. Die Datenleitungen haben zwar eine gute Abschirmung, die Ethernet-Leitung zum Beispiel hat jetzt hier Cat8, aber trotzdem ist es natürlich gut, den Einfluss von anderen Störgrößen, also jetzt hier eben von der Stromleitung, so gering wie möglich zu halten, hier also entsprechend ein bisschen Abstand zwischen vorzusehen. Hier sind das jetzt ungefähr 10 cm, hier hinten habe ich irgendwo eine Stelle, da hat es sich gerade ergeben, da war es jetzt halt viel mehr Abstand, den ich da vorsehen konnte. So, trotzdem wird es sich jetzt sicherlich nicht vermeiden lassen, dass die sich auch mal kreuzen. Hier oben habe ich da einen so eine Stelle, da habe ich es entsprechend nicht vermeiden können. Ja, das ist auch ehrlich gesagt kein großes Drama, wenn die jetzt mal irgendwie sich mal kurz kreuzen oder auch mal ein Stück parallel liegen. Aber ihr solltet sie halt eben nicht konstant nebeneinander direkt verlegen. Je mehr Abstand man hat, je besser. Wo das kein Problem ist, das ist hier bei den grünen Busleitungen. Die sind halt wirklich dafür ausgelegt, parallel zu normalen Stromleitungen zu verlegen. So, Daten und Strom, das kommt jetzt halt alles hier in die Unterverteilung und genau, hatte ich euch gerade schon mal gezeigt. Hier ist das jetzt eine geniale Sache, weil das ist ein Hybridkasten. Der ist für eine Dateninstallation und gleichzeitig für eine Strominstallation ausgelegt. Wie man so einen Kasten installiert, habe ich auch in einem separaten Video mal näher beleuchtet und das könnt ihr jetzt hier mal anklicken. Ja, das Geniale an so einer zusätzlichen Unterverteilung ist halt, dass ich hier wirklich alles nochmal umklemmen kann. Ich habe alle Leitungen, die hier nochmal einzeln reinkommen. Das heißt, ich kann hier oben im Strombereich alles nochmal umklemmen, wenn ich später Bedarf habe, aber auch hier unten im Datenbereich. Das heißt, ich brauche jetzt noch nicht alle, ich glaube, 6 Dosen habe ich jetzt hier im Raum vorgesehen, die brauche ich alle jetzt nicht fest schon irgendwie auf einen Switch legen, sondern kann die quasi frei hier umklemmen. Hier kommen 1 oder 2 Leitungen rein von meinem zentralen Switch und die kann ich dann halt eben so auflegen, wie ich das brauche. So, was wir dann noch brauchen, ist die Deckenbeleuchtung. Da habe ich jetzt hier einfach mal lose eine Leitung hochgezogen. Das ist eine 5x1,5 Quadrat Leitung und darüber werde ich die Deckenbeleuchtung hier über DALI realisieren. Das wird ein spannendes Thema, da sind viele Sachen mit möglich als eigenes Bussystem nochmal für die Decken oder für Beleuchtung insgesamt. Ich mache auch da ein separates Video drüber, packe ich euch gerade eben mal auf das i, könnt ihr euch das auch mal anschauen. Irgendwann im Laufe von eurem Renovierungsprojekt müsst ihr jetzt natürlich hergehen und eine konkrete Einkaufsliste erstellen. Jetzt kann man wirklich einmal rumlaufen und irgendwie eine Strichliste machen, ist aber fehleranfällig und man riskiert, dass man irgendwie immer was vergisst. Ja, dann fehlt man Rahmen, dann irgendwie eine Abdeckung oder sonst was. Da ich ja bei mir auf das Smart Home mit Free at Home gesetzt habe, möchte ich euch jetzt heute mal ein Tool vom Busch Jäger zeigen, und zwar den Busch Baustellenplaner. Ich blende das euch gerade mal ein und den Link packe ich unten mal in die Videobeschreibung. Man geht hier oben zunächst mal auf Neue Planung und kann dann so ein paar Grundsatzentscheidungen erstmal treffen. Ich kann dann meine Rahmenserie bestimmen. Ich habe hier bei mir das Futur Linear. Und bekomme jetzt hier erstmal eine Liste angezeigt mit den Steckdosen und Schalterkombinationen, die man halt üblicherweise so verwendet. Und damit kann ich halt jetzt eben durch meinen Raum gehen und das Ganze hinzufügen. Fangen wir jetzt hier einfach mal an. Hier soll ja so eine Steckdose hin, um eben Sachen auf der Fensterbank anzuschließen. Das heißt, das ist eine einfache Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz. Ich klicke hier oben auf das Plus, habe eine 1 drin, bin fertig damit. So, der Schwierigkeitsgrad steigt etwas. Gucken wir mal, was das jetzt hier wird. Hier kommt ein Netzwerkkabel an, hier haben wir Strom und hier habe ich einmal eine Busleitung für ein Smart Home Gerät. Mache ich mir also selber was, ich gehe unten auf das Plus, sage erstmal, dass es eine Dreifachgeschichte wird und da habe ich zumindest schon mal eine mit einer Datendose. Da gehe ich mal drauf. Was ich euch zeigen möchte, ist, dass man den einen dann quasi auch austauschen kann, indem ich dann jetzt hier auf Tauschen gehe und dann da einfach was komplett anderes auswähle. Ich habe jetzt hier die zig Varianten an Steckdosen, die es halt so gibt. Ich kann aber hier oben auch zurückgehen, kann Jalousiebediengeräte, Dimmer, Schalter und was auch immer dann halt auswählen. Ich mache das jetzt mal einfach
irgendwie, wähle hier was aus. Und so seht ihr, wird das dann da entsprechend auch mit eingesetzt. Irgendwann seid ihr dann mit eurer Liste durch. Ich habe hier oben übrigens noch hinzugefügt, dass das Ganze jetzt für diesen Raum hier gilt. Also man kann auch wirklich etagen- und raumweise das Ganze voneinander trennen. Jetzt geht man idealerweise noch einmal durch, zählt, ob das alles so plausibel ist, ob man alle Einbaustellen berücksichtigt hat und guckt nochmal. Ja, wie ihr seht, habe ich hier so ein bisschen mit diesen Dummies gearbeitet. Das Rote sind alles immer Free-at-Home-Sachen. Dann habe ich hier noch ein paar Grüne eingefügt. Das sind eben Dinge, die ich jetzt hier sonst nicht gefunden habe, die ich halt aus dem Programm aber noch brauche, habe die aber alle ausgeblendet. Jetzt kann man sich die Ergebnisliste anzeigen lassen. Das geht hier unten über dieses Listensymbol und dann zeigt er halt eben das gesamte Material, was man braucht. Diese Liste kann man jetzt hier oben über diesen Pfeil exportieren. Da gibt es alle möglichen Schnittstellen zu. Ich kann mir eine PDF oder eine Excel-Liste draus machen oder kann das innerhalb von den Busch-Jäger-Systemen weiterverwenden. Ein Elektriker kann das damit zum Beispiel auch in seinen, weiß ich nicht, Großhandelstool dann entsprechend weitergeben. So, wenn ich richtig mitgezählt habe, waren das jetzt 26 Tipps, die ich euch aus meiner Elektroinstallation hier gerne an euch weitergeben wollte. Wie immer gilt aber, arbeiten an elektrischen Spannungen ausschließlich den Elektriker überlassen, das ist mir immer super wichtig. Und ich würde euch gerne nochmal fragen, ob ihr noch weitere Tipps habt, was man heutzutage in einer modernen Elektroinstallation beachten solltet. Schreibt es gerne unten in die Kommentare und ich bin sehr gespannt, was da kommt. Wie gerade schon angekündigt, habe ich hier noch die Videoempfehlung zu dem Thema mit den Heizungslüftern und einige Videos sind auf jeden Fall noch in Planung zu dieser ganzen Sanierung hier. Also lasst mir gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nicht, wenn es da weitergeht. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin!